Es ist schon wieder Ende des Monats und das bedeutet, dass es Zeit wird für meine Übersicht der besten und schlechtesten Filme des vergangenen Monats, also November 2023. Und da habe ich einiges besprochen, nebst 5 Serien, 11 Kinofilme, eine Disney Plus Produktion, 2 Filme von Netflix und in den Kinofilmen sind auch on top quasi 2 inkludiert, die später auf Apple TV Plus und Netflix rauskommen werden. Und das alles packen wir hier in ein kurzes kleines Ranking von schlecht nach gut. Mittelfeld wird wie immer jetzt nicht weiter großartig abgehandelt und es sei noch die Anmerkung gegeben, dass ich Farang noch nicht gesehen habe. Der soll richtig gut sein, was die Kampfchoreografien angeht im Kino. Dann in voller Blüte nicht, den letzten Michael Caine-Film. Und auf dem Weg den französischen Film mit Jean Dujardin, dessen Trailer ich eigentlich sehr mochte. Und fangen wir bei dem enttäuschendsten Film an. Das ist für mich, und ich hatte eigentlich Lust nach dem Trailer, Thanksgiving, der neue Eli Roth-Film, basierend auf einem Fake-Trailer der Grindhouse-Filme von 2007. Also die Kombo von Quentin Tarantino und Robert Rodriggez in Death Proof und Planet Terror. Darin war quasi ein Fake-Trailer zu sehen, genau wie bei Machete, aus dem später ja ein Film wurde. Und hier dachte sich Eli Roth, machen wir jetzt mal einen Horrorfilm draus. Thanksgiving erzählt die Geschichte der Kleinstadt Plymouth in Massachusetts und dort kommt es zu Thanksgiving und in der Nacht zum Black Friday im örtlichen großen Markt zu Ausschreitungen aufgrund der Sonderangebote. Ein Video darüber geht viral und ein Jahr später ist die Stimmung angespannt im Ort, vor allem aber auch, weil auf einmal ein Killer, eine Killerin oder mehrere Personen Jagd machen auf einige Anwohner und nach Thanksgiving-Traditionsvorlage ziemlich brutal morden. Tja, außer Brutalität, wo die Kamera gerne draufhält und man versucht davon abzulenken, dass die Geschichte nicht wirklich trägt, auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist und man auf die Idee, wer dahinter stecken könnte, nicht selbst kommt, weil es so hanebüchen zusammengebaut wird, ist Thanksgiving ziemlich schwach in vielen Momenten. Uninteressante Figuren und eine noch absehbarere Handlung, das gab es in dieser Art schon so oft, dass ich dachte, Mann, mit Thanksgiving als Vorlage wäre da vielleicht was drin gewesen. Mal einen anderen Horroransatz zu erzählen. Eli Roth hat es nicht gebracht. Dann für mich ziemlich enttäuschend Wish, der Animationsfilm, der jetzt aktuell läuft, von Disney zum 100. Geburtstag rausgebracht, hat man sich so einen aquarellfarbenen Look rausgesucht und erzählt die Geschichte von Usher, die im Königreich Rossa oder Rosa lebt, das immer mehr Einwohner bekommt, weil die Menschen ihre größten Wünsche dort abgeben können, am besten wenn sie volljährig sind, die werden vom werden vom König Magnifico, der magische Fähigkeiten hat, beherbergt und eines Tages werden sie vielleicht wahr, aber Usher merkt bei einem Vorsprechen, und sie ist gerade 17 und hat deswegen ihren großen Wunsch noch nicht abgegeben, dass dieser König diese Wünsche quasi zurückhalten würde, damit nicht seine Macht in Frage stellt und so ist sie völlig desillusioniert, bekommt aber himmlische Hilfe in Form eines magischen Sterns und dann versucht Disney viele Motive von lustigen Sidekicks, sprechenden Tieren, Freunden, die nach Vorlage von Schneewittchen und den 7 Zwergen ausgewählt worden sind, Sachen zusammenzubringen, die quasi so ein bisschen auf der Klassikerwelle von Disney mitreiten sollen. Ich persönlich muss aber sagen, dass man hier selbst von der Substanz lebt, bis in die Credits hinein sieht man quasi Figuren von Pinocchio und Schneewittchen und so weiter und so fort, dass der Film selbst für sich nicht bestehen kann. Exposition passiert innerhalb von 2 Minuten und danach passiert im Film ehrlicherweise nichts, was ich großartig interessant oder witzig fand. Für mich war Wish leider nichts. Ebenso schade fand ich und ich habe mich darauf gefreut. Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ich mochte die Francis Lawrence Tribute von Panem Filme mit Jennifer Lawrence. Ich mag die 4 Filme, die es bisher gab, rund um Katniss Everdeen und das Ganze hier ist ein Prequel. 64 Jahre vorher, rund um den jungen Coriolanus Snow, den wir als Präsidenten und Bösen in den Originaltribute von Panem Filmen kennen. Das Ganze beruht auch wieder auf einem Buch von Susan Collins, also die Vorlage ist hier gegeben in Buchform. Läuft weltweit ziemlich gut, weil sicherlich auch eine Fanbase auf Basis der Bücher geht. Für mich aber ein ultra holprig inszenierter Film, bei dem die Figur des Snow schwer greifbar wird, weil sie erst so spät und auch das Leben, was von Rachel Zegler verkörperte Tributin abliefert, so spät charakterisiert wird, dass ich im Film so reingeworfen mich fühle, teilweise in Effekten, die überhaupt nicht gut aussehen. Aber ich vor allem dachte, es bleibt so wenig greifbar, was wir in Hauptfigur erleben. Ich bin auch mit Viola Davis überhaupt nicht warm geworden, spielerisch und so muss ich sagen, für mich im Vergleich zu den anderen Filmen, obwohl wir hier einen Regisseur haben, der 3 von 4 der Originalfilme gemacht hat, er doch die DNA kennt, ich finde, da überhaupt nicht ranreicht, wirkt alles für mich wie ein Schatten seiner selbst. Am besten sieht man das an Jason Schwartzman, der im Grunde
Eine Figur übernimmt, die auch Stanley Tucci so ähnlich dann halt 64 Jahre später spielt. Für mich ist das ehrlicherweise eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Dann konnte auch leider Quiz Lady nicht viel auf Disney Plus mit Awkwafina in der Hauptrolle, die hier Anne verkörpert, die schon immer eine Quiz-Sendung schaut, weil sie auch als Kind damit vor allem Einsamkeit verdrängen konnte und auch die Streitereien ihrer Mutter, um die sie sich immer noch kümmern muss, als sie erwachsen ist. Dann gerät sie aber aufgrund von Spielschulden der Mutter in Bedrängnis und dann bedrängt sie auch noch ihre große Schwester, an dieser Quizshow teilzunehmen, obwohl sie das einfach nicht möchte. Damit entsteht eine ziemlich absehbare Handlung. Leider ist es maximal Will Ferrell, den ich sympathisch fand in Quiz Lady. Viele Gags laufen ins Leere, auch wenn Awkwafina ich recht gerne sehe. Diese Komödie war wenig lustig. Dann ebenfalls, wir haben eine lange Liste von Enttäuschungen, The Marvels. Der neue 33. Marvel Cinematic Universe Film mit einem Budget von 250 bis 275 Millionen Dollar, also eigentlich Captain Marvel 2. Der erste Teil hat über 1 Milliarde Dollar eingespielt, lief aber damals im Sandwich von Avengers Infinity War und Avengers Endgame und damit zur Hochzeit der dritten Phase von Marvel und deswegen vielleicht auch so erfolgreich. Ist es hier die Geschichte von Captain Marvel, Miss Marvel und Monica Rambeau, die mit ihren Lichtkräften in ein Szenario geworfen werden, in die sie die andauernd tauschen, während eine ultrablasse Gegenspielerin versucht für Gerechtigkeit zu sorgen und dann bekommt Captain Marvel mal ganz kurz so einen Ansatz als Annihilator, wo sie das Gefühl bekommt, wieder was gut machen zu müssen. Und der Film springt so hin und her zwischen quietschigen und bunten und überdrehten Ansätzen, ist dann aber oft zu verspielt. Und so bleibt mir als einziges Kamala Khan, als Miss Marvel, diejenige, wo ich denke, da steckt eigentlich die Energie drin, die ich gerne sehen wollte. Und wenn der Film sich dann irgendwann in einer reinen Katzennummer oder aber auch in Musical verliert, da dachte ich so, man kann ja viel wagen, aber viel gewonnen hat man hier nicht bei The Marvels aus meiner Sicht. Nichts gegen die Besetzung, es ist einfach kein gutes Skript. Und dann ist für mich noch Sound of Freedom ein Film, wo ich sage, so lala, reicht fast ins Mittelfeld, wie viel Gewese um diesen Film gemacht worden ist. Da könnt ihr so viel drüber schauen, entweder in meiner Review, noch besser in der Review von David, also David Hein, der das genau 10, 14 Minuten lang aufgreift. Die Hintergründe von Sound of Freedom, die sind gigantisch. Der Film selbst ist, finde ich, so lala, mit einer Menge Pathos inszenierten Kameraeinstellungen, die sehr auf Heldentum gedreht sind und geht am eigentlichen Thema dann doch mir zu weit vorbei. Aber alles, was daran noch existiert, ist ein endloser Rattenschwanz. Fand ich auch ehrlicherweise nicht besonders doll. So, im Mittelfeld hätten wir die Dokumentation Sly, die für mich auf Netflix nicht an die von Schwarzenegger ranreicht, aber einiges ganz okay macht. Saw X, für mich ein Mittelfeldfilm. Dump Money, Maestro, leider auch. Der neue Bradley Cooper, von dem ich mir sehr viel erhofft habe. Zu allen Filmen findet ihr ausführliche Reviews auf meinem Kanal. Oder auch Napoleon, den wir jetzt in der 2,5-Stunden-Version im Kino bekommen, aber anscheinend auf Apple irgendwann von Ridley Scott seine über 4-Stunden-Version bekommen werden. Und da merkt man, dass da einfach über 1,5 Stunden fehlen. Der Film viel zu holprig am Anfang erzählt, aber gigantisch gute Schlachtenbilder, die sich auf der Leinwand lohnen. Also zwei Herzen in meiner Brust bei Napoleon, genauso wie Leo, der Netflix-Animationsfilm, den ich durchaus mochte, auch im Original, gesprochen von Adam Sandler. Und dann noch die beiden Filme, die ich rausstellen will im November. Zum einen Godzilla Minus One, der neue Toho-Godzilla-Film, der bis 1945 zurückgeht und die Geschichte eines Kamikaze-Piloten erzählt, der fahnenflüchtig ist, dem aber auch Feigheit unterstellt wird und dass er damit schuld sei am Tod anderer, der auf einer Insel flüchtet, die von Godzilla angegriffen wird, so wie später auch seine Heimat Tokio. Es ist ein Film, den ich deswegen so mag, weil er die Perspektive der Menschen aufgreift, weil er auch sehr weit zum Trauma Zweiter Weltkrieg zurückgeht und Atombombenabwurf. Und ich finde, dass Godzilla Minus One für nur 15 Millionen Dollar teilweise richtig gut aussieht und eine Menge aus diesem wenigen Geld machen. Für mich einer der besten Godzilla-Filme. Oh, ist sicherlich einer, der jetzt nicht in wahnsinnig vielen Kinos läuft, weil ein kleiner Verleih dafür in Deutschland nur verantwortlich ist. Aber wer die Toho-Godzilla-Filme mag, es ist der 33. vom längst laufenden Film-Franchise in der Filmgeschichte und quasi der inoffizielle Film zum 70. Jubiläum. Nächstes Jahr durften sie ihn nicht rausbringen, weil der Legendary einen neuen Film rausbringt in der amerikanischen Version. Und da gibt es im Deal ganz klare Absprachen, dass das nicht im gleichen Jahr passieren darf. Und für alle, die darüber hinaus noch mehr Godzilla sehen wollen, können sich auch die neue Serie Monarch auf Apple TV Plus anschauen. Da sind die ersten 3 Folgen raus. Immer freitags kommt eine neue. Und für mich der beste Film im November, Anatomie eines Falls, Gewinner der Goldenen Palme in Cannes auch dieses Jahr mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Die spielt hier Autorin. Sandra lebt zusammen mit ihrem Sohn Daniel und ihrem Mann Samuel in den französischen Bergen in einer kleinen Hütte, die zugeschneit ist. Und plötzlich wird ihr Mann tot aufgefunden vor der Hütte mit einer großen Blutlache ringsherum. Die Frage ist, was ist passiert? Sie wird vor Gericht gezerrt werden und es ist eine Zeit zwischen Trauer, aber vor allem Perspektiven und Wahrheiten und auch Framing und wie Leute fertig gemacht
gemacht werden können, mit wie viel Kraft sie sich dabei entgegenstellt und wenn vor allem auch Momentaufnahmen von Beziehungen bis hin in Streitsituationen in den Fokus gerückt werden, was für Licht das auf den einen oder anderen werfen kann. Kurzum, Anatomie eines Falls ist auf mehreren Ebenen schon wie der Titel mindestens mal interessant und für alle, die ein richtig gut gespieltes und erzähltes Drama sehen wollen, schaut euch den an. Nur hier, ganz wichtig, in dem Film wird ganz wenig, glaube ich, minimal Deutsch gesprochen, zum größten Teil Englisch, aber auch Französisch. Und für die Hauptfigur ist das so wahnsinnig wichtig, weil sie sich in den verschiedenen Sprachen ganz unterschiedlich fühlt und auch geben kann. Wenn ihr den Film auf Deutsch schaut, habe ich zumindest in Interviews gelesen, ist das Ding komplett deutsch platt gemacht. Und ich wette, da geht sehr viel verloren. Kurzum, wenn ihr Anatomie eines Falls schaut, dann eigentlich bleibt nur die Originalversion als einzige Möglichkeit, um den Film wirklich zu schauen. Okay, dann bin ich am Ende meiner Übersicht der besten und schlechtesten Filme im November. Da war wieder einiges dabei, einige große Filme, auf die ich mich freute, die leider für mich krepierer waren, großes Mittelfeld, aber auch überraschende, starke Filme und damit bin ich durch damit. Ich hoffe, da war was dabei, wo ihr sagt, wollt ihr sehen oder lasst ihr lieber die Finger davon, das wäre das Sinnvollste an diesem Video und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.